So, Kamera läuft. Gut, Folge 13 haben wir jetzt. Staffel 3, Folge 13. Impro-Folge, was ist das Thema? Hast du dir nichts überlegt? Du sagst mir immer, was wir machen sollen und ich Ja, mache. gut, dann, okay, hier, Amazon Casting-Richtlinien, hast du die gelesen? Nee. Oder darüber. Da steht doch irgendwie, also mehr oder weniger drin, dass Amazon beabsichtigt, nach Möglichkeit, was auch immer das heißen soll, eben für queere Rollen nur queere SchauspielerInnen zu besetzen und für Transrollen nur Trans-SchauspielerInnen und so weiter. Dann gibt es natürlich immer die Frage, wie weit geht das jetzt? Musst du jetzt auch für Schauspieler mit bestimmten Behinderungen oder so, musst du da auch, also für Rollen, musst du dann auch SchauspielerInnen besetzen, die die gleiche Behinderung haben? Musst du jetzt für Muslime Muslime besetzen, für Juden Juden und für Katholiken Katholiken? Und wie weit geht denn das jetzt? Das geht natürlich dann auch voll direkt in diese ganze Blackfacing-Debatte und so weiter. Also darüber könnten wir sonst eine Folge machen. Blackfacing. Ja. Was machen wir da? Ist gar Ich nicht so könnte einfach. mich schwarz anmalen. Ja, da kann man jetzt immer sagen, dass wir das ja tun, um über das Thema was zu sagen, aber du wirst trotzdem wieder Leute haben, die sagen, es geht aber trotzdem nicht. Du kannst dich einfach nicht schwarz anmalen. Gibt's auch Black Clothing? Okay, Blackfacing. Blackfacing. Also sind wir dafür oder dagegen? Der Kern von der ganzen Debatte ist ja sowieso das Missverständnis, dass Kunst immer eine klare Haltung haben muss. Das heißt, ein Künstler auf der Bühne zum Beispiel sagt, was richtig und falsch ist, und dann hast du ein Publikum, das sagt, ja, genau, oder, hey, finde ich gar nicht, du bist ein unmoralisches Arschloch. Und ich finde, das hat mit Kunst überhaupt nichts zu tun, sondern es sollte doch eigentlich darum gehen, dass ein Künstler und ein Publikum miteinander darüber ins Gespräch kommen, was vielleicht richtig oder falsch sein könnte, ohne dass der Künstler oder das Publikum rein und raus geht mit einer festgefertigten Haltung, sagen, ich weiß, was richtig und falsch ist. Also sind wir jetzt dafür oder dagegen? Keine Ahnung. Das Problem ist, finde ich, dass dieses Thema aus zwei Blickwinkeln betrachtet wird. Die einen sagen, aus einer rein künstlerischen, berufsblinden Haltung sozusagen, wieso, da wird doch einfach nur ein Künstler geschminkt, ob ich mich jetzt grün schminke für die Frau Malzahn oder weiß für den Mephisto oder sowas. Das ist doch einfach nur eine Maske. Also das ist ja erstmal nur Farbe in einem Gesicht. Das Problem ist nur, dass das Mittel des Blackfacings halt eine Geschichte hat. Und das ist ein bisschen so, wie wenn du ein Hakenkreuz auf die Bühne malst und sagst, ja wieso, das ist ja nur ein Symbol. Das kann ich in der Kunst frei verwenden und die Inder kennen dieses Sonnenrad ja auch. Aber das Hakenkreuz hat nun mal in unserer Kultur eine Bedeutung. Aber findest du nicht, das ist für unser kleines Garderobengespräche-Gedöns ein bisschen viel? Findest du? Ja, Ich finde, wir also. packen hier echt heiße Themen rein. Aber halt lustig. Aber wie verpacken wir jetzt dieses Blackfacing-Thema lustig? Warum haben wir überhaupt dieses Thema jetzt angefangen? Okay, Du hast das ich Thema hab's eins ja angefangen. gut. So, aber jetzt haben wir Ich schon wieder. hätte wieder irgendwas über, boah, bin ich verkatert gemacht. Ja, wir müssen mal so ein bisschen konkret werden. Das soll ja eine Folge werden. Wir wollen ja keinen Aufsatz schreiben über Blackfacing oder eine Doktorarbeit oder sowas. Da geht es ja um die diverse Besetzung. Man glaubt, das Problem sei, dass hetero Schauspieler queere Rollen spielen. Und das muss man jetzt unterbinden, damit den queeren SchauspielerInnen die Rollen nicht weggespielt werden. Und das ist aber überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist, dass queere SchauspielerInnen, wenn das bekannt ist, nicht für hetero Rollen in Betracht gezogen werden, weil man die dann in so einer Schublade hat. Das ist das Problem. Und wenn man jetzt stattdessen die hetero Schauspieler auch in eine Schublade packt, nämlich in die hetero Schublade, super, da haben wir jetzt zwei enge Schubladen, nicht mehr eine. Es ist ja noch enger als vorher. Ich weiß nicht, wo da die Verbesserung sein soll. Wie machen wir jetzt daraus eine Folge? Ich brauche sowas gegen den Kater, weißt du? So ein Konterbier wäre gut. Dann würde mir vielleicht auch was dazu einfallen zu dem Thema. Ausgehend von dem gut gemeinten Ziel, Diversity zu haben in der Besetzung. Das sind ja zwei Säulen. Das eine ist eine diversere Besetzung, das heißt, dass du in der Cast selber mehr weiße, nicht weiße, trans und cis und hetero und SchauspielerInnen hast, eine diverse Besetzung. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass das deckungsgleich sein muss mit den Rollen, die sie spielen. Die zweite Säule sind diversere Geschichten, dass in den Geschichten auch queere Figuren zum Beispiel vorkommen oder so. Ne? Aber darum muss die queere Figur ja nicht von einem queeren Schauspieler gespielt werden. Ich bin so verkatert, das ist so anstrengend, dir zuzuhören. Kann ich mir denn schon mal langsam die Hose anziehen? Wir sammeln ja hier nur Material für die Folge gerade irgendwie. Ja, du Das hast so führt. viel gelabert Ja, aber jetzt es in führt der zu letzten. nichts. Ich versuche halt, mich diesem Thema irgendwie differenziert zu nähern. Kannst du mir nicht einfach sagen, was ich sagen soll? Wenn jetzt zum Beispiel einer in Native American
Tracht zum Karneval geht und Leute sagen, das darfst du nicht, das ist Cultural Appropriation, das ist rassistisch. Das Wesen von Schauspiel ist ja gerade, sich etwas Fremdes anzueignen. Das ist doch immer Appropriation. Da gibt es jetzt genau wie beim Blackfacing bestimmte Bereiche, die man ausspart. Da hängt zu viel dran. Am Hakenkreuz, am Blackfacing, an Native Americans, was auch immer. Ich war nie Indianer, ich bin immer als Cowboy gegangen, Karneval. Ich bin als Pirat gegangen. Mit Holzbein oder ohne? Und als Hexe, das war eigentlich Crossdressing. Oh. Damals hat es schon angefangen. Was? Mit dem Crossdressing. Wieso? Nix, nur so. Ne? Also es interessiert die Leute immer, wenn du ein Theaterstück siehst oder einen Film oder irgendwas oder ein Buch liest. Wie hat denn jetzt der Urheber das gemeint? Ist das seine Meinung? Das ist doch die uninteressanteste Frage im Ganzen. Anstatt sich mit dem Kunstwerk und dem Thema zu befassen, zu sagen, hier ist einfach ein Kunstwerk, das steht im Raum zwischen dem Künstler und mir und wir kommen über dieses Kunstwerk in Austausch und ich kann meine eigene Haltung aus einer anderen Perspektive sehen und neu hinterfragen und bekomme Fragen mit und nicht Antworten. Aber wie soll ich denn das spielen? Ich vermisse so ein paar Pointen. Das ist genauso, weißt du, wenn du irgendeine Rolle hast, die einen Dialekt spricht oder die einen Beruf verkörpert und das ist halt schlecht gemacht und die Leute sagen reflexartig, ja, warum haben sie dann da nicht einen echten besetzt? Und selbst das kann ja in die Hose gehen. Ich habe letztens eine Münchnerin auf der Bühne gesehen und ihr bayerischer Dialekt war für den Arsch. So. Vielleicht gibt es sogar Weiße, die Schwarze besser spielen können als Schwarze. Ist auch so ein bisschen hohl, ne? Das leiert hier auch immer mehr aus, weil ich so abgenommen habe. Aber wir haben doch hier keine Diskussionsrunde, ist doch kein Podcast, was wir machen. Wir müssen doch mal langsam zu Potte kommen. Ja, ich versuche. Wir wollen doch eine Folge machen, es soll doch eine lustige Folge werden. Irgendwas Konkretes jetzt mal langsam. Ja, aber du sagst konkret, ich versuche Material zu sammeln, damit das auch konkret wird. Das ist jetzt nicht so ein lustiges Thema wie Aberglaube auf der Bühne oder ja, dann schreib halt Nikolaus vorher was auf, bevor wir uns treffen. Weißt du, es ist keine Ahnung. Ja, wie du willst doch mal, dass es frisch ist. Du sagst, so, wir wollen die Folgen noch improvisieren und nicht irgendwie immer Text auswendig lernen, dann weil dann lachen wir sowieso wieder drei Stunden. Dann ist nämlich immer das Unterhaltsame, das ist das Making-of daran. Ich mache einfach eine Alleine-Folge übers Schauspieler und Saufen oder irgendwie sowas. Irgendwas Lustiges. Das ist doch letztendlich, wollen die Leute das doch auch nur sehen. Die wollen irgendwas Lustiges. Ist denen doch scheißegal, was unsere Meinung zu Blackfacing ist oder nicht. Scheiße. Was? Ich dachte, wir kommen hier hin, du hast hier was Klares irgendwie, was Konkretes, ein konkretes Konzept und wir können direkt starten. So eine Scheiße. Ist dir das egal oder was? Musst du auch eine Haltung haben zu so einem Thema? Ja, aber die muss ich doch jetzt nicht breittreten in so einer Folge. Ja, musst du ja auch nicht. Wir sammeln ja nur das Material, damit wir überhaupt... Ja, wir sammeln ja überhaupt kein Material. Du laberst ohne Ende und es passiert nichts. Aber das ist doch gerade das. Ich habe ja keine Meinung. Ich hab Meinung, aber ich habe ja keine klare Haltung. Was machen wir denn jetzt? Dann machen wir jetzt eine Folge über ich habe keine Meinung. Weißt du, in den ersten zwei Staffeln, da warst du noch so da improvisieren, da konntest du noch so locker flockig. Ja, da habe ich aber auch gewienert die ganze Zeit, weißt du, da hatte ich eine Kunst. Ja, dann mach das doch halt wieder. Das ist ja gerade der Scheiß, wenn du dich nicht mehr verwandeln darfst in was Fremdes, wenn du immer auf dich zurückgeworfen bist, dann ist das auch nicht mehr kreativ, dann weißt du gar nicht mehr, dann bist du auch nicht mehr frei, dann hinterfragst du alles. Ja, weißt du, wann du hier so einen Wiener spielst, ja, da kannst du immer die ganze Zeit, kannst du so lustige Sachen so zerhuseln, so kannst die ganze Zeit irgendwelche Sachen sagen, die überhaupt, das ist scheißegal, dann rufst du ins Bayerische und irgendeine... So sag jetzt mal was über Blackfacing, mit dem Dialekt. Weißt du, das ist doch vollkommen egal, ja, ob ich mich jetzt hier gelb anmale für die Lisi im Jim Knopf oder grün für die Frau Marzahn, ja, das ist doch alles eins. Ja, das ist eine künstlerische Verwandlung, eine Transformation mittels Farbe in der Visage, verstehst du mich? Das ist Kunst. Da geht's hin. Ja, das ist lustig. So machen wir's. Ja, da haben wir doch wieder richtig was geschafft heute. Ich hol mir ein Bierchen. Ich muss irgendwie den Kater wegkriegen. Ich habe immer noch keine Ahnung, was jetzt eigentlich unsere Haltung dazu ist. Stellst du mir ein Bier mit?